Die einzige Maschine, die heute auf dem Flugplatz von Sarajevo eintrifft, hat einen hohen Gast an Bord. General Nambia, der Oberbefehlshaber aller UNO-Blauhelme, die derzeit in Kroatien und Bosnien im Einsatz sind, kommt persönlich, um nach dem Rechten zu schauen. Denn die Situation am Flughafen ist mehr als angespannt. Auf dem Rollfeld, wo normalerweise rege Geschäftigkeit herrscht und oft mehr als 20 Maschinen täglich entladen werden müssen, herrscht gähnende Leere. Also was tun die Soldaten an so einem Tag, wo eigentlich nichts zu tun ist? Wir besuchen eine Einheit der Zivilpolizei, die dort ihr Quartier aufgeschlagen hat, wo in früheren Zeiten Flugpassagiere auf ihre Abfertigung warteten. Die bunt zusammengewürfelte Truppe aus aller Herren Länder hat heute viel Zeit, sich zu entspannen. Viele denken an die Familie zu Hause. Dieser kanadische Polizist schreibt an seine 14-jährige Tochter. Ich erzähle ihr, wie schlimm die Situation hier in Sarajevo ist und dass sie Glück hat, nicht hier zu sein. Wenn ich sehe, wie es den Kindern hier geht, muss ich an sie denken. Andere ordnen die Souvenirs des Krieges, die sie mit nach Hause nehmen wollen. Besonders die Kolumbier hier kann nichts mehr so leicht erschrecken. Hier ist es so, dass sie nicht immer direkt auf uns zielen. Aber in Kolumbien tun sie das. Also irgendwie ist es eine ähnliche Situation. Auch der Gedanke an den Tod stellt sich ein, wenn nichts zu tun ist.